Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Rabenhorst. Guten Tag, Herr Spielekaiser. Guten Tag, Herr Minias. Eine Mini-Horde. Die liegen. Ja, nee, der Rest, der hängt bestimmt hinten im Gym. Habt ihr vielleicht noch einen Baseballschläger dabei, Kinder? Meine Taschen sind sowas von voll, wir sollten vielleicht... Meine auch. Wir brauchen eine Zwischenbasis hier. Wir brauchen irgendwie ein geiles Gebäude, wo wir uns mal hier niederlachen können. Ich guck mal nach dem Rest. Das sind bestimmt noch mehr. Komm, ich habe eine Haarbürste. Ich habe das Wichtigste. Hier hinten ist ein rotes Gebäude. Ich weiß nicht, ob das eine Feuerstation, weil es schon eine Wache ist. Ach so, ich habe noch den Colt, das Colt-Rezept für dich dabei. Möchtest so, du vielleicht kurz mal gucken? Kann ich glaube schon. Kannst du scrappen. Nee, bist du sicher? Ja, Colt Python habe ich vorhin auch schon mal gefunden, ja. Okay. Scrap ruhig. So, da geht's wieder Richtung Norden, da haben wir nichts gehabt. Dann lass mal zum Food Market rüber. Wenigstens einmal die fetten Kisten durchgucken und dann können wir uns ja vielleicht in der Fire Station einnisten. Und die andere Seite von diesen Gebäuden hier. Weil, zumindest mal gucken. Irgendwie mal zusammenwerfen oder so. Können wir kicken mal hier. Da, Working Stiff Tools. Da sollte man. Lass uns da mal rein. Moment, ist das nicht das Ding, wo oben in der Decke noch eine Menge ist? Möglich. Hui! Danke. Jetzt friert er sich hier ein zurecht. Ja. Hühnchen. Federn. Genau. Oh. Mann. Warte. Ist tot? Normalerweise müsste das Hühnchen einmal kurz platzen, weißt du? Ja, mit dem Hammer. Hinter uns kommt eine Lady. Oh. Die hat mir voll eine eingeschwenkt. Weil ich zu langsam war. Lady. Die Rache ist mein. So. Die Autos durchgucken. Autos haben auch guten Loot, habe ich festgestellt. Die Fire Station hat doch bestimmt auch noch Baseballschläger, oder? Die sind doch sportlich, die jungen Leute. Ich habe eine Hazmat. Baseballschläger oder Minibike-Buch wäre eigentlich noch geiler. Hazmat-Jacke. Dann können wir noch mehr looten. Sind wir völlig in der falschen Richtung unterwegs. Obwohl, hier irgendwie eine Basis zu bauen, wäre richtig geil, weil wir haben Biome hier, wir haben Schneebiom ein bisschen, wir haben Wüste, wir haben Wald. Und wir haben Kindergarten für unseren Nachwuchs. Genau. Oh, Brain Alkohol. Dann lass uns mal in die Feuerstation reingehen. Ich weiß nicht. Minias, ja, bitte. Siehst du da oben auf dem Hügel dieses Gebäude? Ja. Einmal hin. Gucken? Ja. Einmal gucken, nur mal gucken, vielleicht ist da ja irgendwas. Warte mal, ich muss was trinken. Fällt mir gerade auf. Brauche ich den Alkohol? Also nicht, dass es brauchen würde, aber das, zack. So. Ja, gut, das Thema hatten wir schon. Ups. Also habe ich mich jetzt auch über Folgen lang belogen, ne? Muss man schon sagen. Ich muss schon zugeben. Ja. Ich möchte einräumen, es könnte sein, dass ich eventuell vielleicht auch nicht ohne kann. Also. Es ist im Bereich des Möglichen. Was ist denn das hier? Ich will mich mal nicht aufhalten hier. Was ist denn das für ein Gebäude da oben? Wollen wir da echt bis da hochlaufen? Ja, mal gucken. Ich meine, die Stadt, wo sie ist, wissen wir jetzt. Wir haben jetzt den ganzen Tag Zeit. Und unbekannte Gebäude sind immer geil, weil... Es ist auf jeden Fall kein kleines Gebäude da oben, ne? Nee. Das sieht schon einfach dickem aus. Da hinten ist noch was Großes. Da ist noch eine Stadt. Uiuiui. Hatten wir wieder Zombie-Zicken? Ja, wir hatten Zombie-Zicken, ne? Ich glaube, ja. Der Totenterror war... Totenterror war die Knarmut. Ah, fand ich so ein bisschen. Ich bin echt froh, dass wir hier weitermachen. Ja. So für zwischendurch ist es ganz witzig. Jo. Aber weißt du, Metzeln kann ich auch hier. Flatsch. Und Nussknacker. Falls du noch Tabletten hast. Ja, ich habe alles. Alles für den blutenden Minias am Start. Hätte ich gern. Ich habe nämlich eine Bite-Marke. Achso, hast du eine Bandage? Auch das bestimmt, ja. Da einmal Bandage und ein paar Pillen. Oh, warte mir! Scheiße, nee, ich will nicht! Oh, fuck, ich glaube, ich habe die Pillen nicht aufgenommen. Mann, und ich schieße, Achtung! Jetzt! Ich glaube, ich habe die Pillen nicht aufgenommen. Die sind die ganze Zeit um mich rumgeschwebt. Geschwolben. Ja, ich habe die Pillen nicht. Doch, hier sind sie. Ah, sehr gut.
Nimm sie mit Bedacht. Natürlich, okay. Natürlich. Feuerzeug. Schuhe, Mechanical Parts, Blödsinn. Okay, Federn hätte ich jetzt mitnehmen können, aber egal, Karl. So ein Rucksack. Gras und Tinte. Da wollte jemand... Ich habe keine Pfeile mehr. Wie geil. Ich habe, glaube ich, noch. Willst du haben? Völlig übersehen, ja, weil ich muss mal irgendwelche machen. Ich kann bestimmt durchjagen. Na da. Nein, Crossbow Balls brauchst du. Hier. Mhm. Drop. Drop. Boah, hier, hinter dir liegen einmal normal und einmal besondere. Die besonderen sind mir etwas zu besonders. Ich kriege nämlich nicht in die Tasche. Jetzt. So, schnell weiter zum Gebäude. Was auch immer das ist. Mhm. Da ist es. Ein Polizeiauto. Ja, die müssen noch einen Basie da drin haben, oder? Eigentlich schon. Kicken wir mal. Warte mal, ich habe auch noch einen Resupply Drop, den werde ich mal hier setzen. Oh ja. Das ist die Axt. Das da. Und. Hallo? So, da ist er. Und. Es wäre so geil, wenn jetzt ein Baseballschläger drin wäre. Das war eine Bücherkiste. Naja, es ist ein Rifle. Brauche ich nicht. Okay. Oh, Airdrop. Shotguns brauche ich nicht. Wir sind fast da. In der Nähe? Oh ja. Ja, links, links von uns, ja, links von uns. Aber jetzt ist ja erstmal interessant, was befindet sich da oben. Ja. Entschuldigung, was ist da oben? Na, da platzt ihm direkt der Kopf. Haha. War überfordert mit der Frage. Dada. Auto, 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 ja. Da, 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 da. Extinguish Fire. Feuer löschen. Wo ist jetzt dies? Ja, dies ist eine Sommerresidenz. Das sieht ja cool aus, so eine Villa, oder? Ja, irgendwie schon. Was da hinten? Was da hinten ist nochmal ein Händler. Alter Schwede. Und da hinten ist nochmal was. Hier links ist noch, guck mal, eine Stadt. Ja. Direkt dahinter. Ja, lass uns mal kurz in der Sommerresistenz gucken. Residenz. Der Residenz, da mach ich erstmal ein Screenshot. Residenz. Da hätte ich erstmal gerne ein Screenshot von. Residenz. Ich gehe gleich nochmal eben nach oben in die Lüfte und guck mal, ob vielleicht irgendwo dieses Stadion zu sehen ist. Ja, Sabalot. Mutti. Jetzt. Die Mutti. Hör auf die Mutti. So, dann schauen wir mal rein, wa? Mhm, ich spieg einmal über den Zaun. Aber eigentlich nur, um zu schauen, gibt's hier irgendwas? Großes, geiles, stadionmäßiges in der Nähe. Also diese Stadt, wo ich jetzt hingucke, kennen wir die schon? Nee, die overheated. Boah, oh, da ist ein Riesengebäude. Overheated. Overheated. Da ist nochmal ein großer Tower. Ich weiß nicht, ob es Nigashi ist oder... Oh, hier ist ein Pool. Auf jeden Fall noch ich bin im Pool. Muss mich kurz abkühlen. Planschen, genau. Ein bisschen Spaß muss auch in der Apokalypse sein. Oh, der ist aber tief. Also da hinten sind sehr, sehr viele fette Gebäude in der Stadt im Nordosten. Da sollten wir vielleicht mal reingucken. Sieht vielversprechender aus als die andere Stadt, weil... Kommst du im Pool? Die Stadt, wo wir gerade herkommen, sind viele Ruinen. Rosinen, wollte ich schon sagen. Rosinen? Im Pool? Meinst du, schafft den Sprung? Pff, nee. Mm-mm. Du bist zu weit weg. Könntest du höchst also nach vorne das framen. Das nicht. Nein, nein, ich mach's nicht. Aber ich hätte einen Sprint dabei. Okay. Dann rennen wir gleich zum Airdrop, weil die Stadt ist direkt daneben. Aber jetzt gucken wir erstmal das Ding durch. Dieses hübsche Gebäude. Das sind viele entsprechende Gebäude in der Stadt. Jetzt habe ich den Open von, ey. Danke an mich selber. So. Oh. Ich habe den Boden vom Pool kaputt gehauen. Den Boden vom Pool? Hm, der bestand nur aus Glas. So, Minibike-Buch, Minibike, Minibike! Komm, Minibike-Buch, Minibike. Man muss immer ein bisschen beschwören, dann geht's manchmal. Hat bei mir gut funktioniert mit dem Baseballschläger auf jeden Fall. Ja. Hm. Ich sollte immer nur fester dran glauben.
Ja, ich meine, der Boxring war ja auf jeden Fall schon vielversprechend, ne? Das kann man ja nicht anders sagen. Was ist das denn hier? Aber leider nicht gut genug. Scheiße, ich überhitze die ganze Zeit. Wieso überhitze ich denn hier so? Das weiß ich nicht. Ich bin bei 40 Grad und ich werde nicht... Warum ist der mir so heiß? Pulli. Steckt der Loot. Suppe. Jetzt geht's runter. Perks. Entschuldigung. So. Boah, ehrlich. $24. Na, da können wir jetzt aber einen drauf machen in der Stadt, wa? Auf jeden Fall. Erstmal in die Nachbar. Okay, der geht zum Pool. Hübsches Anwesen. Ich finde das Haus echt gut gemacht. Ja. Das sieht auch verdächtig aus hier. Achso, ah. Oh, dreimal Twine. Ja, guck mal, Twine ist immer gut. Bandage ist auch immer gut. Der Nebeneingang war das hier. Ja, viel Schrott, ne? Ja, das sind diese... Oh, die Garage sieht vielversprechend aus. Oh, ein Walkman. Sehr gut. Aber brauchen wir den überhaupt? Ist er was wert? Gras gegen Walkman. Oh. Weiß ich gar nicht. Ist ein Quest-Item. Ich habe jetzt mal angepackt. Das ist gut. Quest-Item ist immer gut. Ich mag diese Modelle von den Motorrädern, die hier so rumstehen. Mhm. Oh, Reinforced Club. Ich habe jetzt echt schon gedacht, das wäre so geil gewesen. Ah, guck mal, hinter dem Ding hinter so einer kleinen Blende, eine Munitionsbox. Gut, dass ich mal alles kaputt klopp hier. Einfach very back. Ist das denn die Möglichkeit? Und draußen überhitze ich wieder total. Warum denn das? Ich habe jetzt schon alles ausgezogen. Wollt ihr mich verkackern oder was? Der hat der Helm eine hohe Isolation? Viel versteckter Loot. Hat er gar nicht. Durst. Jetzt habe ich auch natürlich auch alle Cowboy-Hüte gescrappt, ne? Tarp. Tarp. Plane. Lass ich liegen. Tarp ist Plane. So. Hatten wir schon. Ey, wieso überhitze ich denn diese? Ist das. Das liegt ja an dem Gebiet, oder? Wahrscheinlich. Ist düster, oder? Machst du so Randale hier, ja, ne? Ja. Versuche mich abzukühlen, aber es wird irgendwie nichts. Warte mal. Kann ich denn irgendwas ausziehen? Die Military-Weste? Geht doch eh keine Haltbarkeit mehr. Kann ich direkt scrappen. Oh, hier sind viele Autos. Ein Schulbus, ein paar LKWs. Vielleicht sollten wir die mal durchlooten. Ich glaube, das sind besondere Loot-Container. Also Häuser und so weiter, ja, schön und gut, aber... Ich glaube, den heißen Scheiß finden wir echt eher in Karren. So, komm. Welche Stadt? Richtung Nordosten? Genau, da ist der Airdrop auch ein bisschen weiter links. Wir können hier unten die Busse und LKWs durchgucken. Der Schulbus ist schon schick. Schoolbus, it's a Schoolbus. Aber ich überhitze halt massiv. Ich krieg hier einen Hitzeschlag. Ich hab ein gebrochenes Bein? Ja, wie kann das denn sein? Eine Batterie. Oh, Heisenberg ist hier, wie geil. Das Heisenberg-Mobil. Warte mal, das kann doch nicht sein. Wieso überhitze ich denn so hart? Gib Mama irgendwas. Papa, Mama. Mama. Mama, Mama. Mama, Mama. Mama, Mama. Mama. Ah.
So. Ich bin bei 42 Feldlager. Grad, mir platzt gleich der Schädel. Ist hier nicht zu heiß. Nö, mir aber auch. Ich bin infiziert, aber sonst. Ja, deswegen wahrscheinlich. Deswegen merkst du das gar nicht mehr. Richtig. So, da ist der Airdrop schon nicht alt. Ja, doch, ist noch ein bisschen weiter. Aber er ist direkt neben der Stadt. Und in der Stadt sind fette Gebäude. Also, du meinst, da finden wir unser Glück in dieser Stadt. Wir versuchen es zumindest. Ich bin bei 43 Grad. Was mache ich denn jetzt? Hast du echt nichts mehr zum Anausziehen? Ja, schon, aber ich habe auch keinen Platz. Ich probiere jetzt mal Hose aus. Schuhe aus. Der geht nicht runter, der steigt immer nur. Ist das vielleicht ein Bug? Hm. Helm aus. Das kann ich nicht sagen. Nee, steigt immer weiter. Warte mal, Juckersaft, oder? Ja, wenn du leere Gläser hast. Scrap. Ich habe ansonsten keinen Tee, ich habe nichts dabei, nur normales Wasser halt. Und Peroxid. Hm. Habe ich noch ein leeres Glas? Habe ich. Yuka, wo bist du hin, Yuka? Wo ist Yuka hin? Da, Yuka Fruit. Recipes. Ah, da brauche ich vier. Vier Yuka. Oh. Aber dann kann ich doch hier so eine Kaktee zerschlagen. Na komm. Nudeln, haben alle Nudeln dabei in der Wüste. Naja, so, gut, Trockennudeln, ne? Ja. Sind mit Feuchtnudeln losgegangen. Ja, trocknen dir die Nudeln einfach in der Tüte weg. So, wo ist denn der Juckersaft? Hat er schon fertig gecraftet? Hat er da. Ob Min jetzt überlebt, ob wir das suchen, was wir finden. Den Heiligen Gral. Das sehen wir in der nächsten Folge. Und da ist so ein Loot-Hannes. Du gehst jetzt Richtung Airdrop, ja, dann folge ich dir mal. Ja, jetzt kühle ich langsam runter. Hier ist dieser komische, leckere, riesige Typ. So ein weißer Wanderer. Nee, so ein Loot-Baby. Ich will den Hashtag überhitzt ist das Zauberwort für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Ravenhorst. Macht's gut, bis dahin. Adios. Tschüss.